Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute ist es mal ein ernstes Thema, das heißt, heute kann es sein, dass der Humor fehlt. Ja. An dem Wasser, was ich im Hintergrund hingepackt habe, einfach nur weil ich dachte, es passt zum Thema, könnt ihr erkennen, es geht um die Flut. Es geht darum, wie es bei mir abgelaufen ist. An dem Abend, wie wir die Flut mitbekommen haben, was wir da durchmachen mussten, wie die Arbeiten am Haus voranliefen, nachdem die Flut abgeebbt war, was für Schäden wir hatten. Über all dies wollte ich heute jetzt mal reden. Und wir fangen dann jetzt auch an mit der Nacht, wo es angefangen hatte, der ganze Schmarrn bzw. die Tragödie. Ja. Es fing alles natürlich mit dem Tag an, wo es geregnet hatte, am 14. Juli. Es hatte durchgehend den ganzen Tag geregnet. Ich war da spät aufgestanden, dadurch habe ich die Hälfte gar nicht mitbekommen. Ich dachte mir auch nichts dabei, als es den halben Tag geregnet hat, also bis 16 Uhr ungefähr. Dann so gegen 19 Uhr habe ich es aber gemerkt, während ich Videos schneiden wollte, dass es nochmal stärker wurde. Dann bin ich auch mal rausgegangen. Ich wollte hauptsächlich auch draußen meine Katzen füttern, weil die zu der Zeit normalerweise ihr Essen kriegen. Für die, die es nicht wissen, meine Katzen sind draußen Katzen, die leben nicht im Haus. Ja, und da habe ich dann erst gemerkt, was für ein Chaos draußen herrschte. Bei mir war die halbe Terrasse schon unter Wasser, beziehungsweise der Parkplatz. Da habe ich mir dann gedacht, was zum Geier ist hier los? Dann bin ich nochmal ein bisschen weiter rausgegangen und habe weiter hinten bemerkt, dass die Wupper schon über die Wiese drüber gegangen ist. Ich hatte das auch leicht gefilmt. So ein paar Sekunden lang. Habe ich jetzt aber nicht mehr parat, das Video. Und da habe ich dann schon angefangen, Angst zu bekommen. Als ich halt die Wassermassen gesehen habe. Man konnte das auch richtig laut hören. Da bin ich dann wieder in mein Haus gegangen. Wo meine Mutter drin war und mein Vater im Haus direkt daneben. Und habe meiner Mutter gesagt, hast du dir mal den Parkplatz angesehen? Wie sehr der unter Wasser steht. Er hatte mich nur gefragt, wie der Parkplatz steht unter Wasser, und ist direkt nach draußen gerannt. Weil sie hatte das noch weniger mitbekommen. Sie hatte gerade Essen für meine Haustiere gemacht, beziehungsweise unsere Haustiere, für unsere Hunde und einen Kater, der aufgrund einer neurologischen Störung im Haus wohnt. Und dann hat sie auch Panik bekommen. Sie hat dann ganz schnell die Autos, die auf dem Parkplatz standen, meins und ihres, ganz schnell an die Straße gefahren. Und währenddessen bin ich zu meinem Vater gestürmt, an die Haustür, und hab da Sturm geklingelt. Er kam direkt runter, und auch bei ihm war zu merken, dass er nichts mitbekommen hatte. Er hatte sich das dann draußen angesehen und ich habe ihm nur gesagt, du möchtest vielleicht dein Auto wegfahren und vielleicht auch schon mal anfangen, deine Sachen zu packen. Und er hat dann auch direkt sein Auto weggefahren und hat dann auch leicht Panik bekommen. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir auch noch nicht, dass die Solinger Talsperre, ich wohne halt in Solingen, ihre Talsperre schon geöffnet hatte, weil das wurde nicht bekannt gegeben. Wir wurden komplett überrascht. Meine Mutter war offenbar, während ich meinem Vater Bescheid gegeben habe, dass draußen die Flut gerade kommt, zu einem Feuerwehrwagen, der bei einem Nachbarn war, der so um die 30 Meter weiter wohnte, schon da war, um den Keller leer zu pumpen. Und hat denen gesagt, dass sie mal vielleicht zu uns kommen sollten, weil unser Haus war am allernächsten dran an der Wupper. Die kamen dann rüber, haben sich das angeguckt und haben direkt zu uns gesagt, wir sollen unsere Sachen packen und so schnell wie möglich weg. Was wir dann auch getan haben. Meine Mutter war übrigens an dem Abend eine Granate.
Sie hatte tatsächlich nichts anderes im Kopf, als das Katzenklo unbedingt mitnehmen zu müssen. Und wollte unbedingt noch erfahren, dass die Hunde ihr Essen gegessen haben. Der Feuerwehrmann hat mich natürlich direkt gefragt, ob die Frau noch alle Latten am Zaun hat. Aber sie war komplett überfordert mit der Situation. Also kann mich das ehrlich gesagt nicht schockieren. Ich hoffe, einige von euch auch nicht. Und danach sind wir halt aus unserem Haus geflüchtet. Da war das Wasser schon fast an der Tür. Unsere Hunde hatten dann auch Panik bekommen. Ein Kater, der drinnen wohnte, war in einer Katzenbox. Den hat dann der Feuerwehrmann mitgenommen. Bis vorne an die Straße. Das war ein ordentliches Stück. Wir mussten 30 Meter durchs Wasser warten, das schon fast eine richtig starke Strömung hatte. Also da hat nicht viel gefehlt. Man konnte nicht mehr wirklich gut durchlaufen. Ich musste meinen kleinen Dackel auch tragen. Und ein zweiter Feuerwehrmann hat meinen Border Collie getragen, bei der nicht mehr richtig laufen konnte. Ja, dann waren wir vorne an der Straße und da haben wir dann schon die erste Strömung mitbekommen. Also ich wäre fast weggerissen worden. Das war kein schönes Erlebnis. Wir sind dann an dem Abend vorerst zu der Nachbarin geflüchtet, deren Keller leer gepumpt wurde, beziehungsweise man es versucht hat. Und die Feuerwehr hatte sich dann auf unser Haus konzentriert, weil unser Haus näher dran war. Ich wollte im Verlauf des Abends dann auch mein Auto, was direkt dort stand, wegholen. Aber die Feuerwehr hat mich nicht gelassen und das wurde im Verlauf des Abends weggespült, beziehungsweise gegen den Baum gespült. Es war danach komplett hinüber und ist jetzt mittlerweile auch ein Schrotthaufen. Wir haben den halben Abend dann auch bei der Nachbarin verbracht, bis ungefähr 23 Uhr, und bei ihr durchgehend den Keller versucht, leer zu schütten. Also wir haben da die ganze Zeit Wasser rausgeholt. Aber als wir dann sahen, dass das Auto von meiner Mutter, das zum Glück weiter vorgefahren war bis zu unserer Nachbarin, auch schon fast im Wasser war, haben wir beschlossen, lieber loszufahren und sind dann geflüchtet. Wir mussten zu dem Zeitpunkt aber feststellen, dass die Polizei und die Feuerwehr bei uns unten alles zugesperrt hatten und wir fast nicht mehr rausgekommen wären. Also die haben zu uns auch gesagt, wir kommen, sie holen, wenn sie fliehen müssen, also wenn sie nochmal weg müssen. Und sie haben sich dann einfach schon gegen 10 Uhr verdrückt. Wir wohnten an einem Berg, sie waren ganz oben und haben da Kaffee getrunken. Wir haben unseren Augen auch nicht getraut, als wir das gesehen haben. Die Barrikaden, die sie aufgestellt haben, haben wir dann beiseite geschoben, weil wir wären sonst nicht mehr lebend da weggekommen. Ja, wir wussten dann anfangs erstmal nicht, wo wir hin sollten und sind dann traurigerweise zu meiner Tante geflüchtet. Ihr werdet noch später erfahren, warum ich traurigerweise sage. Und auf dem Weg dahin, da war es schon 1 Uhr, sind wir auch nur knapp der Flut, die von der Wuppertalsperre noch dazu kam. Meine Tante wohnt nämlich im Wuppertal. Wären wir wirklich nur 5 Minuten später losgefahren, hätte uns die Flut erwischt. Von der Talsperre. Dann wären wir davon auch noch weggespült worden. Dann wären wir tot. Beziehungsweise vielleicht hätten wir Glück gehabt und wären irgendwo nur an Land gespült worden. Weiß man ja nicht. Wir haben dann auch bis 3 Uhr keine Nachtruhe mehr bekommen. Also wir waren komplett aufgewühlt. Meine Hunde haben seitdem auch ein Trauma, zumindest mein kleiner Dackel. Meine beiden draußen Katzen, die ich, wie ich erwähnt hatte, füttern wollte, haben wir auch ein paar Tage später wiedergefunden. Die waren schlauer als wir. Die waren offenbar schon lange vorher geflüchtet. Offenbar in den Wald hinein. Ab hier spiele ich jetzt auch eine Dia ab mit den ganzen Fotos, die gemacht wurden. Entschuldigt, wenn die Dia nicht perfekt abläuft. Hier könnt ihr auch sehen, wie sehr alles geflutet war. Also das da um das Haus, das war die Wiese, die ich gerade eben erwähnte. Es war nicht schön. Das ist, als wir am nächsten Tag dahin kamen. Und was ich noch weniger schön fand, da ist meine Mutter auch direkt aggressiv geworden, weil wir sind da zusammen hingefahren.
ich habe ja kein Auto mehr zu dem Zeitpunkt gehabt, war, dass da auch mehrere Gaffer standen, die unbedingt Fotos von unserem Haus machen wollten für Instagram. Da ist meiner Mutter auch der Kragen geplatzt und hat die weggescheucht. Aber wie eine richtige Furie. Und hätte sie das nicht gemacht, hätte ich es getan. Weil wir haben denen nur entgegengeschrien, sag mal, habt ihr sie eigentlich noch alle? Weil das war nicht in Ordnung. Ja, bei dem Foto, das war dann nochmal so 3 Tage später, da konnten wir nicht hin. Und ihr seht, was für Schäden an dem Tag wir sehen konnten. Das da allein war allein schon unsere Einfahrt und die wurde komplett aus den Angeln gerissen. Ja. Ich lasse das jetzt einfach laufen. Auch da war dann immer noch Wasser auf der anderen Wiese. Da waren mal sehr viele Johannisbeeren auch weggespült. Das war unsere Wohnung, beziehungsweise unsere Küche. Ja. Also, ich kommentiere die Bilder jetzt mal nicht weiter, aber ihr könnt euch vorstellen, was für ein Trauerspiel es war, als wir dann da endlich hinkamen. Wir konnten unseren Augen nicht trauen, als wir diese Bilder vor uns sahen. Also, als wir das gesehen haben. Entschuldigung übrigens, wenn so ein paar Bilder vielleicht doppelt gefühlt vorkommen. Ich habe über 90 Fotos gemacht und habe jetzt nicht komplett alle durchgescheckt für die Dia. Das war übrigens unser Wohnzimmer. Das sah übrigens nicht vorher so aus. Unser Schuppen. Auf jeden Fall ein sehr trauriges Erlebnis. Es hat lange gedauert, das auch wieder aufzuräumen. Die freiwilligen Helfer, die ja zu der Zeit aktiv waren, die waren auch richtig nett. Das war übrigens die erwähnte Terrasse. Die haben richtig gut geholfen. Die haben an einem Tag das gesamte Haus unten leergeräumt. Wir hatten das Wasser übrigens 1,6 Meter tief drin. Ihr könnt euch jetzt mal ausrechnen, welche Wassermassen das gewesen sein müssen. Diese Wassermassen haben auch bei uns sämtliche Türen unten rausgerissen. Wir haben die Tür von meinem Vater zum Beispiel, der ja, wie erwähnt, direkt nebenan gewohnt hat, in unserer Wand gefunden. Die hat wirklich da drin gesteckt. Und unser Briefkasten, der vorne an der Straße war, wo die Einfahrt war, der war auch 30 Meter weiter weg. Wir sind froh, dass der überhaupt noch da war. Aber ja. Es war ein Trauerspiel. Man muss auch hier mal erwähnen, dass wir mal den verschiedenen Restaurants aus meiner Gegend danken müssen. Weil die haben uns nämlich auch noch Essen und Getränke spendiert. Halt, warme Pommes mit Currywurst beispielsweise, Burger, Steaks. Das haben sie kostenlos für uns vorbeigebracht. Sie haben uns nichts dafür berechnet. Also das muss man den Restaurants bei uns wirklich mal hoch anrechnen. Ich danke denen auch dafür. Ich danke den freiwilligen Helfern dafür, dass sie uns so sehr geholfen haben. Muss man einfach mal gesagt haben. Das ist übrigens die Tür, die bei uns war. Die haben wir einfach wieder reingesteckt. Ja, und wir hatten richtig viel Schlamm drin, wie man auch sehen kann. Die Fassade, die ihr da seht, mussten wir bis oberhalb der ersten Fenster komplett runterreißen, weil alles komplett durchweicht war, beziehungsweise durchnässt. Auch oben mussten wir ein Stockwerk komplett ausräumen, beziehungsweise einen Raum, weil die Balken darunter komplett durchgemodert waren durch das Wasser. Da konnten wir nicht mehr viel machen. Wir haben unser wichtigstes Zeug dann da rausgeholt. Beispielsweise bei mir Bewerbungsunterlagen oder die verschiedenen anderen Unterlagen, wie zum Beispiel für die Bank. Ja, haben wir dann rausgeholt. Meine Mutter hat alles für ihre Arbeit rausgeholt, darunter einen Arbeitslaptop. Und hat dann von meiner Tante und später von meiner Schwester aus weitergearbeitet. Es war ein Trauerspiel, wie gesagt, als wir da waren. Heute haben wir alles da rausgeholt. Übrigens, was man auch noch erwähnen musste, in der Nacht, ein Freund von mir, der gegenüber auf dem Berg wohnte, hat auch noch in der Nacht ein paar Fotos gemacht und hat da auch eine Stunde lang verbracht und da auch noch beobachtet, wie ein Wohnwagen direkt an unserem Haus entlang
gespült wurde. Also wir sind froh, dass es nicht das Haus getroffen hatte, aber es ist da entlang gespült worden. Und ja. Allein schon, dass der Gastank nicht kaputt gegangen ist, ist schon ein Grund zum Freuen, weil stellt euch vor, der wäre gegen das Haus geflogen statt der einen Tür. Ich muss nicht erwähnen, was für eine Tragödie das gewesen wäre. Ja, jetzt will ich mal über die Zeit danach reden und warum das mit meiner Tante so schlimm war. Ich habe da auch nur 5 Tage bei meiner Tante gewohnt. Sie hat durchgehend uns nur Vorwürfe gemacht, dass wir selber schuld waren an der Tragödie, weil wir uns dort eine Wohnung erholt hatten. Das Haus, das stand da schon mehr als 50 Jahre und meine Mutter hat da auch mehr als 20, 30 Jahre gewohnt. Ich müsste sie nochmal fragen. Also, ich habe da mein ganzes Leben verbracht und das ist jetzt kaputt. Unsere Erinnerungsalben waren leider unten, die sind futsch. Sind wir immer weg. Die Fotos kriegen wir nie wieder. Die Versicherung hat zum Glück einiges gezahlt, aber ja, die Kosten sind enorm hoch. Ihr könnt euch bestimmt denken, wie hoch ungefähr, aber ich kann euch sagen, wie viel Kredit wir auf jeden Fall aufnehmen mussten. Trotz Versicherung mussten einen Kredit von 150.000 Euro aufnehmen. Die Versicherung hat 50.000 gezahlt ungefähr. Also 200.000 Euro Schaden war das. Ist nicht leicht zu zahlen, überhaupt nicht. Und ja, unser Nachbar, der auch noch nebenan wohnte, ein Nachbar hatten wir, der direkt nebenan wohnt, hat auch eine Spendenkasse direkt vorne an der Straße hingestellt, in der Hoffnung, dass viele Spenden reinkommen, weil der hat ungefähr dieselben Schäden. Genauso mein Vater, für den war es sogar schlimm, weil der gerade frisch renoviert hatte. Er war gerade fertig. Ja, meine Tante hatte sich durchgehend über die Situation lustig gemacht, hat meiner Mutter sogar gesagt, sie soll sich einschläfern lassen, weil sie die Kosten nicht zahlen kann. Also ihr könnt euch denken, warum ich aggressiv dann auf meine Tante wurde irgendwann. Und der gesagt habe, hast du sie eigentlich noch alle, dass du dich über diese Situation auch noch lustig machst? Dann bin ich bei der ausgezogen und habe die Zeit bei meiner Schwester verbracht. Auch meine Mutter hat dort die Zeit verbracht. Da gab es zwar auch hin und wieder Streit, aber sie hat keine Vorwürfe gemacht. In der ganzen Situation sind wir auch dankbar für, dass wir dort wohnen konnten. Jetzt haben wir ja endlich auch eine Wohnung. Ich merke gerade, die Dia ist vorbei. Können Sie ja nochmal für euch abspielen, einfach damit sie im Hintergrund läuft, damit ihr euch die Bilder nochmal ansehen könnt. Und das war halt richtig, richtig schlimm. Mittlerweile ist es ja aber auch wirklich, dass der ganze Schutt weg ist. Die Wassermassen sind ja auch zurückgegangen. Wir haben einiges von unserem Zeug auch wiedergefunden, worüber wir uns freuen. Viele Leute haben ja auch in den Kommentaren beispielsweise ihre Hilfe angeboten, sogar über Discord. Finde ich auch richtig nett von euch. Muss man mal erwähnen. Ja. Und das war eigentlich auch alles zur Flut. Ich habe über die Schäden geredet. Ich habe über die Nacht geredet, die für mich auf ewig im Gedächtnis bleiben wird, auch für meine Mutter, über meine Zeit danach, wie die Schäden an unserem Haus waren. Ich habe über alles geredet, worüber ich reden wollte. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann stellt sie mir in den Kommentaren. Eine Sache habe ich noch. Es gibt ja solche Spendenhilfen, die einen helfen wollen in dieser Situation. Das Problem bei uns ist, wir haben nur Seiten gefunden, wo man helfen kann, nicht wo man die Hilfen annehmen kann. Wenn einer von euch weiß, wo man diese Hilfen kriegt, dann schreibt mich über Twitter an, wo ich diese finden kann. Da wäre ich euch sehr verbunden. Ja, und das wäre es dann auf jeden Fall jetzt in diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, beziehungsweise, dass ihr euch damit ein bisschen identifizieren konntet. Für die, die auch diese Flut miterlebt haben, ihr dürft eure Geschichte zu eurer Flut, beziehungsweise zu euren Fluterlebnissen auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese sie mir durch. Außer sie gehen jetzt 5 Seiten lang gefühlt. Dann lese ich sie vielleicht irgendwann mal.
Aber das war's auf jeden Fall. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss.